Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück bei Dungeons 3, bei dem unerwarteten DLC, wo wir uns so langsam gegen die Königin des Waldes erheben können. Da wir in dieser Mission jetzt bisher so große Schwierigkeiten hatten, sind wir jetzt endlich in der Lage, auch mal an der Oberfläche vorzudringen. Wo hatte ich denn zuletzt? Da hatte ich den Portalstein zuletzt. Da würde ich sagen, fangen wir mal hier unten an und arbeiten uns so mal ein bisschen durch die Gegend. Mal sehen, was jetzt auf uns zukommen wird. Wir können noch gar nicht verstärken. Ist die direkt hier oben? Oh ja, da ist sie ja. Die Königin des Waldes. Dann mal rauf da. Währenddessen kann ich vielleicht noch ein bisschen in die Forschung investieren, wenn sich das überhaupt noch lohnt. Hey, bleib da. Wir wollten dich gerade mordsmäßig vermöbeln, wie ich es im Intro der Mission schon angekündigt hatte. Ha, der Wald achtet auf die Seinen. Ich kann durch diese Wälder schreiten, wie es mir beliebt. Diese Wunden werden schnell verheilen. Ihr werdet mich nie besiegen. Okay, sie ist also abgehauen. Ja, nicht schlimm, dann machen wir hier erstmal noch die, Guten hier fertig. Der steht nicht mehr auf. Ein paar Gutmenschen verprügeln. Dann kommt es auch nicht mehr durch die Schreine. Also durch die Portale da. So, Zelt reißen wir ab. Aber es ist jetzt langsam. Was? Wieso ist er hier wütend geworden und streikt? Was ist sein Problem? Dann darfst du ausnahmsweise tun, was auch immer du tun willst. Vergnüg dich, wenn du hier wütend bist. Yippie-yay, Schweinebacke! Willst hier nicht unbedingt Einheiten verlieren. Lebensregeneration. Malak. Ach, du streikst auch, weil du Hunger hast. Ach, wir haben keine Gurus mehr. Was ist denn da los? Da müssen wir da auf jeden Fall mal eben investieren. Unsere Guru-Farm hat, wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Hä? Was ist denn da? Ach nein, da ist eine Wurzel erschienen. Ich habe das gar nicht mitbekommen. Mist. Ja, dann ist ja kein Wunder, dass ihr hier wütend seid. Und Hunger habt. Gebt eure Befehle. So, aber weiter geht's. Das lassen wir uns hier mal nicht ablenken. Können wir noch ein bisschen forschen. Ich wollte ja eigentlich den Raum vergrößern. 33. Machen wir den nochmal 3 Felder größer. Dass er so diese Größe hat. Ja, das hier müssen wir natürlich dann alles zumachen. Und das hier müssen wir natürlich auch noch zumachen. So. Ja, die Guru-Geschichte sollte ja jetzt gleich laufen. Freunde, tut mir leid, das habe ich nicht mitbekommen. Das habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Naja. Werdet schon nicht sofort sterben. Sollte sich ja gleich erholt haben, das Ganze. Das Dungeon-Herz wird angegriffen. Was, wieso? Ja, mein Gott, hör auf, das Schild zu schwenken. Dann geh doch rüber und hol dir was zu essen. Also, das ist ja albern. Hier, hab ich den Hühnchen am Rücken geschmissen. Na, ist doch endlich. Geht doch. Da sterben sie alle in den Fallen. Da hinten werden sie gleich auch alle in den Fallen sterben. Gar kein Problem. Verteidig das Dungeon-Herz. Das Dungeon-Herz wird von diesen blöden Wurzeln angegriffen. Die verschwinden aber auch gleich. Können wir aber hier nochmal verstärken. Wir haben jetzt schon wieder so viele Punkte. Die Gobobots verstärken wir noch. Dann gehen wir hier nochmal einfach auf die Fässer. Die Arena wird noch verbessert. Und dann können wir nochmal
unseren Orga-Freund verbessern. Ich glaube, dass wir die gesamte Horde-Seite noch fertig kriegen. Ihr werdet hier zugrunde gehen. Zahltag. So, auch dieser Posten ist vernichtet. Damit sollte keiner mehr durch die jeweiligen Portale kommen. Es sei denn, die kann auf Alba welche spawnen lassen. Ach, die ist jetzt da oben. Ja gut, Rüstungsbonus. Na komm, ihr, so ein Goblin, kriegt einen Rüstungsbonus. Na gut, dann müssen wir jetzt die ganze Zeit hin und her hüpfen, damit das dann klappt. Das sollte ja kein Problem sein. Schnappen wir uns das. Werfen es da oben hin. Böse nutzte den Portalstein. Und schon geht die Reise los. Ich kann ja nochmal die Kapazität dann nochmal erhöhen und dann kann ich mal einen Succubus herbeirufen, oder? Die hatten wir schon lange nicht mehr. Du verschwindest schon wieder? Oh komm schon, das macht doch keinen Spaß mehr. Komm wieder zurück und lass dich von uns vermöbeln, verhauen, mit Blattläusen bewerfen. Du wirst niemals gewinnen. Niemals! Ich bin die Königin des Waldes. Ich existiere, seit hier der erste Baum gewachsen ist. Vor vielen, vielen Äonen. Deine Präsenz ist nur ein Staubkorn in meiner endlosen Existenz. Stirb! Wir werden ja sehen. Während du da am Quatschen bist, werde ich immer und immer stärker. Ich hole immer weitere Kreaturen dazu. So, jetzt müssen wir den Raum aber hier auch mal größer machen. Gegen Ende dieser Mission sogar noch. Lasst mich meine Wunden heilen, dann werde ich euch in Grund und Boden stampfen. Ja, ja, stampf du mal. Hä, was ist denn hier passiert? Ist ja auch wieder irgendwas mit Wurzeln gewesen. Ich habe es nicht mitbekommen. Bisschen nervig. So. 1, 2. Das hätten wir dann auch gemacht. Ja, ansonsten... Ich könnte nochmal alle Fallen halt erforschen. So wie weit lustig sind, aber... Ich glaube, mit der Seite der Horde, da war es das fast. So, jetzt geht mal zurück. Da machen wir jetzt die gute Dame direkt nochmal platt. Auch wenn die sich hier gerade wieder im Unterhalt, aber früher oder später haben wir sie vernichtet. Sollte eigentlich kein Problem sein. Das schnell reisende Böse nutzte den Portalstein. Wie gesagt, wir werden immer stärker. Einmal. Ein einziges Mal nur möchte ich normal Weihnachten feiern. Zack, da kriegt sie wieder mächtig auf die Mütze. Ich weiß gar nicht, ob wir das überhaupt noch brauchen hier. Lasst mich meine Wunden heilen, dann werde ich euch in Grund und Boden stampfen. Wo ist sie denn jetzt? Unten links? Ja, gar kein Problem. Ne, ich glaube, das ist jetzt hier echt eine lockere Geschichte. Ist aber schade, dann wird die Folge ja mega kurz, ne? Das schnell reisende Böse nutzte den Portalstein. Weil ich werde in dieser Folge nicht das neue DLC anfangen. So. Ja, wir haben jetzt hier echt so langsam alles erforscht, was es so gibt. Die Horde hat halt nun mal auch die meiste die größte Auswahl. Klar, die Dämonen jetzt mit den Zaubern auch nochmal relativ viel, aber die ganzen Fallengeschichten etc. Und bis zur Arena hin und bis zum Helden hin, also bis zum Orga, das zieht ja schon eine Menge Bösartigkeit. So, wir müssen also nach unten. Nichte das Gute! Tja, ich glaube, jetzt ist die Tante down. Sie hat also nochmal eine Wurzelverstärkung hier dazu bekommen.
die wir immer jede Menge Schaden machen, aber halt nicht viel aus. Down ist sie. Jede Menge Bösartigkeit kriegen wir noch dazu. Ihr habt mich besiegt. Doch die Natur existiert auch ohne mich. Weiter. Die Königin des Waldes war bezwungen. Wieder einmal hatte das schlagkräftige Böse seine destruktive Ader unter Beweis gestellt und einer verbliebenen Heldin des Guten den Gar ausgemacht. Yay! Das war eine super Arbeit. Endlich gibt die blöde Königin Ruhe. Dauerhaft! Aber was machen wir jetzt mit dem Wald? Aufforsten und als Christbäume verkaufen zu Weihnachten? Oder Zahnstocher? Würde sich unter den Orks vermutlich gut verkaufen. Interessant. Doch bevor wir uns diesem Kapitel weiter zuwenden, würde ich vorschlagen, wir schließen diese Mission erst einmal ab. Also, fulminante Arbeit. Die Königin des Waldes ist vernichtet. Du kannst dich jetzt wieder anderen Dingen widmen, wie etwa deinem Plan, die Weltherrschaft an dich zu reißen. 3 Stunden, 5 Minuten. Also diese Mission hat es wirklich in sich. Ja, Gold, Mana und Böswilligkeit hatten wir auch genügend. Puh. Ja. Die Königin des Waldes. Das war die Königin des Waldes. Das war das unerwartete DLC. Aha, es gibt also... Okay, ich bin sehr schlecht anscheinend. Es gibt in jeder Mission, beziehungsweise jeder Kampagnenreihe, gibt es irgendwo versteckt die goldene Spitzhacke. Das ist mir noch nie aufgefallen. Hier haben wir sie auf jeden Fall gefunden in der vorletzten Mission. Oder sie kam irgendwann später, haben sie das hinzugefügt, diese goldene Spitzhacke. Kann sein, dass es das hier noch gar nicht gab. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, gab es das schon immer oder haben sie es nachträglich reingepatcht? Wenn ihr es wisst, gerne mal in die Kommentare schreiben. Ja, das war auf jeden Fall das unerwartete DLC. Ich muss sagen, es war wirklich herausfordernd gegen Ende hin, sehr heftig. Die letzte Mission, die anderen haben waren schon okay, die haben Spaß gemacht. Die Kranken haben halt enorm viel Schaden gemacht, kaum was ausgehalten. Aber die letzte Mission jetzt, boah, also die ist hart. Das ist wirklich nur was für Leute, die sich wirklich die Geduld dafür haben. Ansonsten empfehle ich das DLC nicht für jedermann, muss ich sagen, weil Leute, die jetzt das Spiel zwar schön finden, aber die nicht so die Konzentration oder die Muße haben für so eine Herausforderung, muss ich sagen, ist es nichts. Man kann den Schwierigkeitsgrad nicht weiter runterstellen, nicht, dass ich wüsste. Man kann ihn eher höher stellen, auch völlig. Von daher, nur für Leute, die wirklich Interesse haben, so wirklich knifflig mit einer schweren Mission in dem Spiel, eine schwere Kampagne zu spielen. Ja, ansonsten muss ich sagen, das war echt eines der schwersten DLCs, die wir jetzt hatten. Die anderen waren, klar, alle auf ihre Art und Weise ihre Tücken, aber das war jetzt schon, das war echt hart, das hat mich schon echt herausgefordert. Ich bin einer, der schon sehr gerne Strategiespiele auch etwas schwerer spielt. Ob es jetzt sowas wie Age of Empires ist oder, wie gesagt, die Dungeon-Reihe Command & Conquer oder was weiß ich was, ich spiele solche Spiele unheimlich gerne. Ob jetzt Civilization oder andere Spiele. Ich bin da sehr geübt, aber ich muss sagen, das hat mich schon ja, fast zur Verzweiflung gebracht, stellenweise. Weil man halt, man kommt einfach nicht zur Ruhe. Das war halt das Problem. Jedes Mal, wenn du dachtest, du hast jetzt mal eine Minute Ruhe, kam der nächste Angriff rein und deine Einheiten kamen nie zur Ruhe. Und du musst halt dafür sorgen, das war mein Geheimnis, was ich dachte, was ich gefunden habe. Ich habe so schnell wie möglich auf die Brauerei gesetzt, dass meine Kreaturen höher werden vom Level, dass ich dann geguckt habe, dass mein Mana-Raum, also mein Raum der Erholung auch da ist, dass meine Dämonen höher werden als Level 5, dass ich mit stärkeren Kreaturen halt bessere Chancen hatte. Und ich dachte, das war jetzt so mein Konzept, was geholfen hatte. Und gleichzeitig habe ich da mich auf die Falken konzentriert. Also gucken, dass ihr die Kreaturen hochlevelt mit der Möglichkeit und dabei immer versucht, Fallen zu bauen. Beziehungsweise auf die magischen Fallen zu kommen. Das war mein Geheimnis.
wenn ihr dann eine andere Lösung habt, könnt ihr es auch gerne in die Kommentare schreiben für Leute, die es dann auch selber spielen wollen, die dann vielleicht da Tipps haben wollen. Ich kann es halt nur so empfehlen, wie ich es jetzt gemacht habe. Anderen Lösungsweg kenne ich jetzt gerade nicht. Wie gesagt, ihr habt es ja selber gesehen, 3 Stunden, 5 Minuten gespielt. Ich habe halt Zeit gebraucht. Ja, aber schönes DLC war auf jeden Fall ganz gut. Wirklich nur was für Leute, die hart gesotten sind. Dieses DLC hat jetzt wenig Missionen, ist aber knüppelhart. Ansonsten, wer viel Inhalt will, wo es dann einigermaßen geht, kann ich ja natürlich hier Clash of Gods empfehlen. Definitiv viele Missionen, relativ Mittelmaß vom Schwierigkeitsgrad, aber sehr, sehr groß gehalten, die Story. Fand ich sehr gut. Ich bin mal gespannt, wie berühmte letzte Worte, wie dieses DLC sein wird. Berühmte letzte Worte. Soll das etwa heißen, am Ende Dungeons 4? Fragezeichen. Ich weiß es nicht. Spoilert mich bitte nicht. Ich habe es noch nicht gespielt. Ich habe keine Ahnung. Aber ich würde ja sagen, so, dass das Schlusswort zu der Dungeons 3-Reihe sein sollte. Ich meine, wir sind jetzt bei 134, 135 Folgen. Überlegt euch das mal. Das ist die 135. Folge von einem Spiel. Das sind über 70 Spielstunden, glaube ich, die ich da gespielt habe. Ich habe es auch nur im Let's Play gespielt, nie privat. Da habe ich einfach keine Zeit für. Also über 70 Spielstunden, 135 Folgen Let's Plays, die mindestens 20 Minuten gehen. Und ihr wisst, dass ich meistens länger als 20 Minuten mache. Ich will einfach mal so jetzt vermuten, dass das so... Ich würde jetzt mal vermuten, das sind so ungefähr 50 Missionen. Mit der Hauptkampagne, mit den Tutorials, mit allen DLCs haben die Entwickler 50 Missionen designt, 50 Level komplett designt, mit Aufgaben, mit Questsystem und so weiter bis zum Sieg. Ich will ja gar nicht wissen, hier die freien, es gibt ja noch freispielbare Missionen. Da sieht man mal, wie viel Energie die Entwickler in dieses Spiel setzen im Vergleich zu anderen Spielen. Wenn man bedenkt, es gibt so viele Early Access Titel oder so viele andere Spiele, die bis heute vielleicht 5 Missionen oder irgendwie sowas haben, bei keine Ahnung wie vielen Jahren Entwicklung. Und hier haben die Entwickler einfach so viele Missionen schon gemacht. Für das Geld, was man quasi bezahlt. Wie gesagt, es sind wahrscheinlich, wenn nicht sogar viel mehr als 50 Missionen, die hier designt worden sind. Und das Spiel ist doch nicht so alt. Das dürft ihr nicht vergessen. Das Spiel ist noch relativ, naja, neu. Aber es ist halt jetzt kein Spiel von 2005 oder so. Ne? Das ist halt, ich weiß nicht, 2017? Ende 2017 kam das, glaube ich, raus. Ich will jetzt nicht lügen. Aber es ist ja noch verhältnismäßig neu. 3 Jahre alt. Also würde ich schon sagen, das ist auf jeden Fall schon eine super gute Leistung. Ja, jetzt will ich aber mal nicht zu viel loben. Nächstes Mal wird es dann halt hier berühmte letzte Worte geben. Und ich würde sagen, Ziel ist eine weitere goldene Spitzhacke zusammen? Nein, Spaß. Mal gucken. Ich freue mich auf jeden Fall sehr darauf, auf dieses DLC. Wenn es das letzte DLC ist, einerseits schade, aber einerseits haben wir auch eine Menge DLCs geliefert bekommen. Das war alles nicht so teuer, muss man mal sagen. Das waren immer so 3-4 Euro ungefähr. Manche waren etwas teurer, aber jetzt nicht übertrieben teuer, diese DLCs. Da kann man jetzt nicht sagen, oh, du hast jetzt 20 Euro investiert wie bei einem Sims DLC und hast keinen Inhalt. Also, sorry, das ist halt bei Sims 4 zum Beispiel so eine Geschichte. Da bezahlt man unheimlich viel Geld, bekommt schlechten Content, schlechten Inhalt und bekommt einfach nur Scheiße geliefert. Und hier ist es halt ganz anders. Klar, manchmal hast du jetzt 3 Missionen, so wie hier oder 4. Und bei Clash of Gods hast du auf einmal ganz viele Missionen für so wenig Geld verhältnismäßig. Aber man bekommt hier wenigstens immer was geliefert. Man ist hier nicht so... Du wirst ja nicht vor veränderten Tatsachen gestellt. Von wegen, das war's und gut ist. Du hast uns jetzt 20 Euro gegeben und du kriegst jetzt eine Mission geschenkt. Nee, so ist nicht. Gut, jetzt habe ich hier fast 20 Minuten noch vollgebrabbelt. Ich wollte erst nicht, dass die Folge mit 8 Minuten geht. Jetzt haben wir hier fast 20 Minuten. Es tut mir leid. Für diejenigen, die immer noch dabei sind, keine Ahnung. Schreibt gerne mal in die Kommentare noch dazu, Hashtag goldene Spitzhacke als Hashtag Wort, Lösungswort, dass ich weiß, ihr habt bis zum Ende geguckt. Es tut mir leid für das lange Gequatsche. Ich hoffe, es hat euch jedenfalls gefallen.
Es wird sehr wahrscheinlich im Anschluss direkt weitergehen mit berühmter letzter Worte, das DLC. Ich freue mich schon drauf auf die nächste Aufnahmesession. Und das wird dann in 2 Tagen, denke ich mal, weitergehen. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wer es noch nicht gemacht hat, auch gerne ein Abo. Ich weiß, es tut mir leid, aber ich muss darauf hinweisen. Ich will ja wachsen. Wir wollen wachsen als Community, als Kanal. Alles Umfassendes, Extreme zockt, wie auch immer, das Ganze. Weil ohne euch geht das nicht und mit euch zusammen geht es natürlich umso besser. Das ist nämlich wichtig, Aufrufzahlen und gefunden werden. Das ist die Devise auf YouTube, man wird halt schlecht gefunden. Ja, gut, aber genug darum geredet. Ich bedanke mich fürs Zusehen, ich bin raus. In 2 Tagen geht's weiter mit dem nächsten DLC, berühmte letzte Worte. Und sag bis dahin, tschüss.